Valio! Tion! Tion! Tion? Setz dein Gebrüding ein. Lass die Typen fliegen. Gebrüll? Vergiss es. Ich will nicht wieder von dem Gebrüll erwischt werden. Also, das ist ja ein toller Anführer. Vergiss ihn. Vergiss den Angriff. Tion ist den Berg darunter gekommen. Der Baum des Lebens muss auf der anderen Seite sein. Surak, folge Ora. Sieh zu, dass er nicht wieder umkehrt. Verstanden. Nermala, bring Valio irgendwo in Sicherheit. Kion, du kommst mit mir. Wir müssen verhindern, dass sie über den Kamm kommen. Alles klar. Kion, der Pfad! Möge Nermala mich führen. Ich hoffe, ich komme rechtzeitig. Was? Kion? Überraschung, Makucha! Pass doch auf! Daneben. Nicht bei mir! Toll! Du auch. Jetzt stellen wir sicher, dass sie abhauen. Da entlang! Sag nicht, dass wir den Kampf wieder verpasst haben. Nein, sieh doch! Die Garde der Löwen. Hey, Makucha, Tulun, kennt ihr mich noch? Und mein Gestank? Oh nein! Und kommt ja nicht wieder! Wir sind wohl doch ein ganz gutes Team. Wie geht's, Valio? Die Wirkung des Gifts wird nachlassen. Dann geht es ihm wieder gut. Du solltest vorsichtiger sein, kleiner Bruder. Nicht meine Art. Nermala? Ich konnte die Blume holen, aber sie ist im Kampf zerfleddert worden. Du hast die Aufgabe erfüllt. Es ging nicht darum, mir die Blume zu bringen, obwohl ich mir gern eine frische Blume hinters Ohr gesteckt hätte. Heißt das, Kion ist wieder gesund? Wie sieht's aus? Also, ich glaube nicht. Ich muss noch mehr tun, nicht wahr? Ja, du hast den ersten Schritt gemacht. Aber es liegt noch ein langer Weg vor dir. Ja, ich denke, ich brauche nur Geduld. Wir hätten es geschafft, wenn Kion nicht aufgekreuzt wäre. Er ist eine Plage. Die ganze Garde der Löwen ist eine Plage. Wir müssen sie loswerden. Ja, besonders diesen Banga. Oh ja, besonders diesen Banga. Niemand möchte ihn dringender loswerden als ich. Und wer bist du? Ich bin Mama Binturong. Ich bin eure neue Anführerin.